Morgen zusammen. Es ist nicht mal 7 Uhr, also saufrüh. Und üblicherweise, wenn ich um die Uhrzeit in eine Kamera gucke, bin ich irgendwo auf einer Rennstrecke oder in der Nähe. Das ist heute nicht der Fall. Und es geht in diesem Video auch nicht um mich oder mein Kfz. Also kann es ja kein cooles Video werden. Das Video wird super schön, jedenfalls für mich, denn ich wurde eingeladen vom Autohaus Beresa und AMG zur AMG Performance Tour. Ich weiß nicht genau, was mich erwartet, aber ich glaube, es wird ziemlich cool. Ich weiß, dass ich einige AMGs fahren werde, zum ersten Mal in meinem Leben, und ihr seid mit dabei. Und ich nehme euch einfach mit. Meine einzige Sorge ist derzeit die Höhe der Selbstbeteiligung. Also, schauen wir, was geht. Bis gleich. Alter, ich stehe vor deiner Haustür. Jetzt auf. Komm jetzt runter. Hä? Was soll ich oben? Wir müssen los. Geht? Mhm. Kannst du rechts, kann man noch strammer ziehen. Rechts ist hier so ein Schlaufer. Ja, mhm. Ja, einfach zu dir ziehen. So. Ja, ein schmaler Kerl. Okay, man sollte sein Handy vorher rausholen. Lecker, lecker. AMG G-Klasse. War geil? Sehr gutes Gerät. Okay. Schönes Modell. Junge, ist wie Bulli fahren. Voll geil. Ich habe mich immer am Rennsport orientiert. Das heißt, die Vorderachse, einige Bauteile im Innenbereich und gerade auch was das Thema Motoraufhängung und Motor an sich angeht, ist das Fahrzeug am GT3 Sport orientiert. Wem das hier nicht reicht, dann kann ich nur wärmstens empfehlen, Black Series mal sehen kann. Aber wir sprechen dann nicht mehr von knapp 500 PS, sondern von knapp 700 PS. Der hat echt eine gute Straßenlage und die Gewichtsverteilung mit 47% auf der Vorderachse und 53% auf der Hinterachse, das macht echt Laune. Ja, falls ihr euch wundert, warum die Fahrzeuge hier oder unter anderem auch mein Fahrzeug, bist du gerade schnell aus dem Bild gesprungen? Also falls ihr euch wundert, warum die ganzen Fahrzeuge hier in der Halle stehen und unter anderem auch mein Auto, während wir die zahlreichen AMGs fahren durften, wurden unsere Autos komplett sauber gemacht, innen wie außen. Was ein geiler Service mit einem kleinen Geschenk. Ich weiß noch nicht, was da drin ist. Und dazu wurde auch noch für uns gekocht. Es gibt jetzt ein kleines Buffet. Abschließend haben wir ein Mittagessen. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Oh ja, hier, das ist nämlich von meinem Sponsor ZTP. Das ist sein Daily Auto. Der kleine Schlitten. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen sprachlos. Ich bin begeistert. Es war ein geiler Tag, Hammererfahrung. Das Ganze hat einen wirklich negativen Punkt für mich, und zwar stehe ich jetzt vor meinem Auto und überlege, wie ich an den GTR komme.